Ja, Freunde, dann willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Ihr seht's, hier geht's direkt weiter beim Bambi sein. Das letzte Mal waren wir nämlich da stehen geblieben, wo wir stehen geblieben waren. Und das ist jetzt zwar völlig woanders. Aber das ist nicht schlimm, liebe Freunde, denn wir gehen auch heute wieder ein paar Sachen durch, die vielleicht ganz interessant sind. Ich sollte mir aber erstmal Klamotten besorgen. Und zwar gehe ich jetzt nicht deswegen looten. Ihr kennt das neue System. Ich gehe bei uns in den Shop. So, ich habe nämlich fleißig, wie ich bin, in Level 6 hinzugefügt. Und den Level 7 hinzugefügt. Geil, oder? So, ich bestelle mal eben kurz auf ein Level 6 Paket hier, Alter. Und pass mal auf jetzt hier, Junge. Geht richtig ab jetzt hier. So, Paket ist bestellt und links müsst ihr gleich was kommen. Da ist meine Bestellnummer. Ich meine, es sind ja auch andere Spieler drauf, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt meine Nummer ist. Seht ihr, da kommt schon mein Paket. Ihr erkennt es auch. Ich habe es, glaube ich, auch schon vorgestellt gehabt, oder? Es ist ein neues PvP-Päckchen, was ich auch für die Stufe 6 rausgebracht habe. Ich wollte das nochmal im Video zeigen. Ich glaube, ich habe das nur im Livestream irgendwie durchgegangen. Im Video habe ich das, glaube ich, nie gezeigt. Wir sind knapp 20 Leute hier. Was ist denn heute nee, hier ist ja schon hier. Wir haben werktags 16 Uhr tatsächlich. So, so. Und normalerweise bin ich ja eher mittags. Also ich bin heute ein bisschen zu spät anscheinend. Nun denn, lass es mal anziehen. Das ist das Stufe 6 Paket, ne? Was es da zu kaufen gibt für Coins. Naja, ich muss es immer wieder betonen. Hier kann man die Items für Schwarzgeld kaufen. Für die Leute, die das System hier noch nicht kennen. Es gibt eine dritte Währung, die ich erfunden habe. Die ist Schwarzgeld. Und die kannst du auch nicht mit Echtgeld oder irgendwie sowas kaufen, sondern du kriegst die gratis, ja? Du kriegst die Schwarzgeld gratis nur durch Spielen, ja. Und dadurch kannst du dir dann in meinen Shops solche Sachen hier holen. Also je nachdem, welchen Levelgrad du hast und so, gibt es unterschiedliche Shops und Möglichkeiten und so, ne? Also das, ihr seht es ja selber, ist richtig geil hier. Es ist ein heftiges, mächtiges Paket. M16. Das Tolle bei diesen Paketen, die ich erschaffen habe, ist halt, dass hier alles dabei ist, was du brauchst, um vernünftige Symptome hier auf der Insel einleiten zu können. Die ganzen Dinger sind voll hier, seht ihr? Also die ganzen Magazine sind schon voll gefüllt. Das heißt, ich brauche noch nicht mal jetzt hier lange rumsitzen und irgendwie, ja, voll nervig, ewig lange Magazine auffüllen, ne? So, das Herzstück des Pakets auf der Stufe 6 ist natürlich die M82, Leute, das stärkste Gewehr hier im Spiel. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, Leute. Guckt euch das an, den Brecher hier. Wir haben einen Scope drauf mit... was ist das hier? 20-fach Zoom. Bops, Mausrad, seht ihr? Bops, 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 bops. Ne? Also richtig geil. Richtig neues Junge. So, wir schultern das Gewehr. Das ist nämlich ziemlich schwer. Ihr müsst... wer hat mir das denn gesagt? Ich glaube, Visi, du warst das, ne? Ich glaube, Visi hat mir noch einen Tipp gegeben. Und zwar, es ist ja so, dass das Ding mega schwer ist, ne? Wenn wir hier auf das Gewehr gucken, es wiegt alleine schon so 19, also knapp 20 Kilo hier, das ganze Gewehr. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt die ganze Zeit 20 Kilo. Und so, ich zoome mal eben kurz hier. So, ich gehe in Stellung. Und jetzt müsst ihr unten links auf meine Ausdauer bitte gucken, da unten links. Guck mal, wie schnell das runtergeht, seht ihr? Das ist das Problem von schweren Waffen. Und dieses Sniper-Gewehr, die größte im Spiel, die ist eine schwere Waffe. So, wir sind gleich down. Da lässt er die Arme hängen. Seht ihr? Er ist kaputt. Ich muss mich jetzt also dooferweise ausruhen. Was ich euch sagen will, ist natürlich, müsst ihr die schweren Waffen also benutzen mit Auffliegen oder aufgestützt. Versteht ihr? Guck mal jetzt nach unten links bitte wieder immer zur Ausdauer gucken, Leute. Denn da geht der Balken jetzt hoch, obwohl ich im Zoom bin. Ich könnte jetzt also feuern. So. Also wenn du so ein riesenschweres Gewehr hast, dann schmeiß dich hin. Leg dich halt hin. Und ansonsten gibt es noch den Tipp. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich halte Steuerung gedrückt. Also Steuerung ist bei mir hinhocken und... Ne, das ist, wenn ich Steuerung drücke, dann macht er das. Ich habe eine andere Tastatur eingestellt als ihr. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich glaube, bei euch ist das C. Ich glaube, ihr müsst bei euch C halt irgendwie... Also bei mir ist Steuerung gedrückt halten. Und dann mit Mausrad. Siehst du das? Eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, vier Stufen. Er steht. Also es gibt noch, bevor du so bist, Zwischenstufen halt. Ne? So, bei der ersten ganz oben, wenn du stehst, dann geht die Ausdauer runter. Siehst du das? So, wenn ich jetzt aber, pass mal auf, Steuerung gedrückt halte und jetzt eine Stufe nach unten, dann steht der quasi immer noch irgendwie. Ist erst so ein bisschen so, stehe ich nur. Ein bisschen in die Knie gegangen quasi. Ne? Und wenn ich jetzt durch Scope gucke,
Dann seht ihr, dass das schon ein bisschen langsamer geworden ist. Oder auch nicht. So, pass auf, wir gehen noch einen runter. Noch einen runter, wir zählen wieder. Die Ausdauer geht nach wie vor runter. Und jetzt sind wir in der Hocke gelandet. Ihr müsst auch zur Ausdauer gucken, Leute. Es geht sich im Moment nur um die Ausdauer. Wie reagiert die Ausdauer, wenn ich in verschiedenen Positionen bin, ne? Weil er kann ja nicht aufstützen, er kann ja nicht aufliegen. Und ihr seht, dass die Ausdauer runtergeht. So, jetzt nochmal ganz normal hinstellen, nochmal gucken. Ihr müsst wirklich, um das zu verstehen, die Ausdauer beobachten. Also der ein oder andere sieht jetzt grob, die Ausdauer geht immer runter. Ja, die Ausdauer geht immer runter, das stimmt. Aber wie schnell geht sie runter? Und da müsst ihr mal euer Augenmerk halt drauf machen. Da ist eine Ziege, das ist sehr lustig. Aber vom chinesischen Horoskop her bin ich eine Ziege, deswegen werde ich die jetzt leben lassen, Leute. Ne Meister, wie geht's dir, Junge? Oder soll ich dir das Gesicht zwischen die Ohren wegziehen, ne? Soll ich dir das Gesicht zwischen die Ohren wegziehen? Nee, sie schüttelt wohl wahllos mit dem Kopf umher oder mit dem Schwänzchen schüttelt sie. Bop, bop, bop. Gleich kommt da ein Haufen rausgekullert. Ja, zeig mir doch dein Pavian-Arsch. Also was soll sowas denn hier? Naja gut, wir Ziegen müssen zusammenhalten. Wir sind hier, glaube ich, im PvP-Gebiet, ne? Oh ja. Mitten im PvP-Gebiet. Pass auf, ich zeige euch den Ort gleich. Ich wollte euch das nur zeigen. So, also schwere Waffen. Na? Wenn du die unbedingt stehen benutzen musst, wovon ich ja abraten würde, ne? Dann denk dran, dass du vorher so einen Knicks machst hier. So, Babs oder Babs oder Babs, diese drei Stufen. Die verbrauchen weniger Ausdauer, als wenn du normal stehst und du guckst trotzdem über den Busch rüber oder über ein Fenster oder so. Musst du mal ausprobieren. Das sollte eigentlich mein Nice-to-Know-Tipp sein. Ansonsten, wenn ihr keine Ausdauer verlieren wollt, mit dem Gewehr hinlegen, dann könnt ihr die ganze Zeit rumliegen. Ja, das ist halt, ein Sniper liegt meistens im Dreck, ne? Das kennen wir nicht anders. So, pipipopo, check. Jetzt kommen wir zu der Ortschaft mal eben kurz. Denn, liebe Freunde, denn. Das ist eine Ortschaft, die vielleicht auch der ein oder andere wenig besucht oder sowas. Sie ist hier unten, ihr seht selbst in A2. Oh, hier ist ein Cargo in der Nähe, aber ich habe jetzt nichts dabei, kein Auto oder sowas. Ich könnte mir aber einen bestellen. Wir wissen ja, mit Schwarzgeld kannst du, egal wo du auf der Karte bist, kannst du dir was bestellen. Es ist so geil, Digga. Das ist einfach nur krank. Das ist so geil, krankes System. Leute, ich habe mich selbst übertroffen. Gebt es doch mal zu. Das ist die Käsefabrik hier oder die Milchfabrik oder irgendwie so ein Zeug hier, ne? Babs, 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 Babidi Babs. Ich glaube, das Käsefabrik hieß das Ding. Was ist das hier? Sieht man auch selten die Steine da so, dass die da so rumliegen, ne? So, wir müssen mal kurz Lucky Lucky machen. Ui! Oh, Digga, ich dreh durch, schnell wieder rein. Ist voll die Knasttür hier, ne? Schnell wieder raus, meine ich. So, da ist also der böswillige Zombie. Und er wollte mich gerade traktieren. Zwar bin ich jetzt hoch bewaffnet, aber. Ich wollte euch den nächsten Level jetzt vorstellen. Denn, liebe Freunde, denn. Das heißt jetzt, wir sind über 20 Spieler. Das ist schön. Denn, liebe Freunde, denn. Es gibt auch den Level 7. Ich habe nicht nur den Level 6 fertig gemacht, sondern auch den Level 7. Und im Level 7 bestelle ich mir jetzt das Teil, was mir den Arsch retten wird. Pass auf. So, Bestellung ist abgeschickt hier, Leute. Ihr seht es gleich. Pass auf. Geht los jetzt hier. Level 7 ist Maximum Level. Einen höheren gibt es bei uns nicht. Endstufe hier. So, da ist er schon. Guck an. Was ist das denn für ein Klumpen? Das sieht ja nach nichts aus, ne? Aber, liebe Freunde, ihr seht selbst, es ist ein episches Item. Denn dieses Item, liebe Freunde, das gibt es nur einmal im Jahr. Ne? Es gibt es nur offiziell einmal im Jahr. Das kriegt ihr sonst so nicht im Spiel. Und deswegen ist es auf Maximum. Es ist ein episches Item, das kriegst du normalerweise nicht. Und was da passiert, das zeige ich euch jetzt, wenn wir hier vernünftige Symptome einleiten und einfach hier mal reingehen. Moin! Kollege, wie geht's dir denn so, Kollege? Wie geht's dir? So, er hat sich beruhigt, er schreit nicht mehr. Ihr seht selber, ich kann auch knuddeln. Knuddel die, wuddel die, knuddel die, wuddel die, knuddel. Oh, das mag er, süß, ne? Das magst du, ne?
Ja. Ja, Freunde, das Ding beschützt euch tatsächlich vor sämtlichen Zombies. Ihr werdet nicht mehr angegriffen werden von irgendwelchen Zombies. Maximum Level, Leute, bei uns. Ja, aber es ist nicht kostenlos, liebe Freunde, denn das ganze Teil kostet 5000 Schwarzgeld. Das ist eine Menge, aber es ist dennoch machbar. Also für Leute jetzt, für Hardcore-PvE-Leute, wie auch immer, die einfach keinen Bock auf Zombies haben, für die ist das Ding hier vielleicht was. Ansonsten, ich würde es vielleicht auch benutzen, um in den Killraum zu gehen, denn das, was mich da immer die ganze Zeit stört, sind immer diese ständigen Zombies, die von oben runterfallen. Und da hilft dann der Anzug. Die Zombies, die werden dir nichts tun. Die gucken nicht meinen Arsch an und du kannst in Ruhe knacken und diese Seile durchschneiden da oder was auch immer man da machen muss in diesen blöden Killraums. Ich finde die irgendwie doof. Ich hätte gerne auch andere Sachen. Diese Killräume mag ich überhaupt nicht so. Allein dieser Stress, ne? Wenn da eine Zeit läuft, wieso läuft dann da eine Zeit? Man macht doch gar nichts. Ja, also wenn du eine Bombe entschärfst, dann, also es ist ja noch nicht mal eine Bombe, ne? Es ist ja nur eine Schnittsicherung quasi. Aber gut, wenn da jetzt keine Zeit laufen würde, dann wäre das ja auch wahrscheinlich zu einfach. Das wäre es ja eigentlich Quatsch sogar, ne? Aber wenn man das in der realistisch betrachtet, wenn ich hier so einen Zugang gucke hier, ja, und ich mache den Deckel auf, dann läuft doch keine Zeit. Ich kann doch da Kabel durchschneiden, solange ich lustig bin. Ich müsste nur Angst haben, dass da einer kommt und mich erwischt oder sowas. Also, ist doch so. Da läuft doch kein Timer. Bei der Bombe, wenn das eine Bombe wäre, es ist ja keine Bombe, es ist ja nur eine Türsicherung quasi, ne? Aber gut, so viel nochmal dazu, weil manche sagen immer, das soll ja alles voll realistisch sein. Ich wollte euch aber auch halt Sachen aufzeigen. Es ist nicht immer nur alles realistisch hier in dem Spiel. Ein Spiel sollte auch ein Spiel meiner Meinung nach bleiben. Sonst brauche ich nicht spielen, sonst kann ich in der Realität hier irgendeinen Scheiß machen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich will ja spielen, um eben mehr Möglichkeiten zu haben als in der Realität. Ja. Das ist ja das Tolle. Ich will nicht 1:1 Realität hier drinnen so haben. Jedenfalls nicht in so Spielen. Also. Weil dann ist das die, ne? Also dann hat man da nicht so viel Spaß, wenn das hier alles real jetzt wäre. Es gibt ja auch keine Zombie in der Realität. Ich habe auch letztens gesagt, ich hätte gern Krokodile zu Wolfi in dem Fluss in der großen Stadt. Da ist so ein Kanal, dieser Abwasserkanal oder so. Ich sage, das wäre doch geil, wenn da jetzt Krokodile drin sind. Wolfi ganz entsetzt. Es gibt in Kroatien keine Krokodile. Ja, das mag zwar sein. Aber es gibt ja in Kroatien auch keine Zombies, versteht ihr? Oder keine Mechroboter am Flugbahnhof oder was auch immer. Wisst ihr, wie ich meine? Also es gibt natürlich immer, das Spiel sollte auch irgendwo Spiel sein, weil sonst ist es langweilig. Ne? Es gibt allgemein keine Monster oder sowas hier in der Realität. Also jetzt zumindest die, ne? Die blutrünstigen, also so ohne unhumane Monster, sage ich mal. Also alles, was man nicht human ist, sage ich mal so. Ne? Schwer auszudrücken. Es gibt ja auch Menschen, die wahre Monster sein können, so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So. Also da nochmal drauf gesagt, hier für die Leute, die immer sagen, das Spiel ist ja eigentlich in Kroatien und das ist ein bisschen kopiert von Kroatien und das soll auch da alles so diese Örtlichkeit so ein bisschen widerspiegeln oder wie auch immer. Ja, das mag sein, aber das ist halt langweilig, ne? Deswegen, wir brauchen Monster und wir brauchen alles immer das, was es nicht gibt. Und wenn es ein UFO ist oder was weiß ich was hier, damit hier das immer spannend bleibt. Versteht ihr? So, ist doch nicht böse gemeint. Ich meine nur allgemein, ich will Krokodile in diesen Kanälen haben. Fertig aus. Oder Piranhas oder was weiß ich. So, also das wollte ich euch nochmal auf jeden Fall gezeigt haben hier. Dann habe ich noch fleißig, wie ich bin, wie die Bienchen habe ich gearbeitet. Pass auf, das ist meine neue Webseite. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat sie vielleicht schon entdeckt. Vielleicht noch nicht. Ich habe mich, ich weiß nicht, hingesetzt und mir gesagt, ich will jetzt mal für das Jahr 2023 eine neue Webseite konzipieren. Ihr seht selber, die ist Hightech pur in dieser Webseite, Leute. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, euch hier eine vernünftige Webseite aufzubauen. Meiner Meinung nach sieht sie okay aus, ne? Also wesentlich besser als die alte Webseite. Wer doch die alte Webseite kannte, da gibt es gar nichts, ne? Und hier gibt es voll Animation, alles bewegt sich, total bunt und total geil und so, ne? Ihr seht selber, Alter. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Discord verknüpft ist mit unserem Scum-Server. Und bei mir ist ja die Homepage auch immer mehr verknüpft mit Discord und verknüpft mit dem Scum-Server. Also das arbeitet quasi so zusammen. Deswegen wollte ich euch das mal vorstellen. Es ist ja nicht nur einfach so eine Webseite, sondern es hat ja was mit unserem Spielserver hier zu tun. Deswegen habe ich euch das mal zurechtgeklügelt. Erstmal ist hier Livestreaming. Jeden Tag ab 19 Uhr. Wenn ihr dann darauf klickt hier oder da oben und so, dann kannst du direkt hier irgendwie gucken und sowas. Ne? Hier oben mein schöner Logo-Button. Wenn ich hier so runterzwitsche, kommt auch noch ein kleiner Bandit. Dann habe ich das unterteilt zwischen den Feldern hier oben. Das ist halt die Steuerung der Webseite. Hier oben spielt sich eigentlich alles ab, damit ihr das mal gesehen habt, ne?
Wenn ihr auf Skoom geht, ist klar, hier kannst du Skoom kaufen. Das ist eine Verlinkung zu Steam hin, ne? Weil wir unterstützen ja von der LP-Schmiede her auch die Entwickler halt, ne? Ist ja logisch. Wenn ihr hierauf klickt, Premium-Server, also damit ihr nicht immer die gleichen Fragen irgendwie beantworten müsst, wenn neue Spieler kommen oder sowas, ja. Also ihr Stammspieler bei mir, ihr wisst ja langsam, wie das System ist und damit man sich nicht immer wiederholen muss und ich habe ja auch keinen Bock, jeden immer wieder gleich immer dasselbe zu erzählen. Dann sagt einfach, geh auf lpschmiede.de und das ist ja diese Webseite und da ist alles erklärend, das ist alles selbsterklärend. Guck mal, hier siehst du, wie heißt unser Server, hier ist die IP von unserem Server, hier ist die Karte, wie funktioniert, was ist das, was haben wir für eine Karte, hier steht alles beschrieben. Unsere Dienstleistung, die wir haben, ja, hier starker Community-Server. Wir nutzen unseren leistungsstarken Server und verlinken natürlich dementsprechend auch zu diesen Serveranbieter, weil wir den wirklich für gut befunden haben, auf jeden Fall. Ich habe ja genug Erfahrung jetzt gesammelt, ich kann das so sagen. Und was gut ist, das bewerbe ich dann auch, da habe ich gar kein Problem mit. Ihr kriegt ja sogar, wenn ihr einen Server mieten wollt, 50% im ersten Monat, wenn ihr einen Test-Scoom-Server braucht, also ich habe das in der Videobeschreibung gleich alles reingeschrieben oder hier bei uns in Discord, müssen wir mal gucken. Ja, Insel-Service, was wir hier so haben, interaktiver, automatischer Discord haben wir hier, könnt ihr euch den durchlesen, das steht da, wo es darauf klicken. Schwarzgeld ist das hier, täglich Videos auf YouTube, auf Twitch, wenn du weiter nach unten scrollst, das beste Spielerlebnis bekommst du so. Discord verknüpfen, das ist das, was ich eben gesagt habe. Deswegen zeige ich jetzt gerade, obwohl ich euch eigentlich ein Scoom-Video zeigen will, befinde ich mich jetzt aber hier auf meiner Homepage, weil es eben verknüpft ist, versteht ihr? Es ist alles verknüpft, es gehört zusammen. Und wenn ihr Fragen habt, dann müsst ihr hier rauf gucken oder auch andere Symptome, weil ihr könnt auch hier ja, zum Beispiel gucken und lernen, wie ihr den Discord verknüpft, weil der ist, wie gesagt, Bestandteil, wichtiger Bestandteil von uns. Eure Spielführung registrieren, wie funktioniert das hier? Ne, hier ist die Discord-Einladung, wenn du bei uns in Discord noch gar nicht bist oder so, dann kannst du darauf klicken zum Beispiel. Unser Server hier ist klar, da müsst ihr dann als nächstes... Achso, das ist das, was ich gerade gesprochen habe. Hier Rabattaktion, wir nutzen und empfehlen den Server von den Leuten hier. Und wenn du dann hier raufklickst, dann kriegst du auch noch 50% irgendwie Aktionen mit dem Code LP-Schmiede. Im ersten Monat irgendwie, wenn du da so einen Scoom-Server oder sowas machst, ne? Ja, ein Spenden-Button darf natürlich nicht fehlen. Ihr kennt mich, mein Spenden-Button ist der größte im Internet hier. Das ist, wenn ihr mir einen Server hier unterstützen wollt, dann einfach darauf batscheln oder halt abends im Livestream Donation oder was Subs und ihr kennt den ganzen Gedöns. Darum geht es jetzt aber auch gar nicht. Ich wollte euch nur die neue Homepage zeigen, wie das so aufgebaut ist, ne? Immer wieder hier oben auf Scoom, das Thema ist Scoom. Exklusive Zugänge gibt es ja auch, die ich hier anbiete, liebe Freunde. Den Hunter-Zugang gibt es ja schon, Platin-Status. Und da hast du dieses, so sieht das ganze Ding aus. Ja, also du hast da so mit Killfeed, also das ist schon geil. Ja. Hier einfach raufklicken, Mitgliedschaft ab Platin-Status oder höher wählen. Dann hast du automatisch diesen Hunter-Zugang. Das wird automatisch bei uns im Discord freigeschaltet. Ihr braucht da nichts von mir oder irgendwie sowas. Das geht alles bei mir mittlerweile automatisch, finde ich richtig geil. Das hier ist noch der alte Premium-Zugang, ihr kennt den. Wenn der Server 60-60, also proppevoll ist, dann ist das mit dem Premium-Zugang so, dass du trotzdem zocken kannst, ja. Du hast einen Kickshots bei Login von Admin und VIP-Membern halt anderen Premium-Zugängen, ja. Und damit kriegst du die Discord-Ebene Level 4. Und mit denen hier oben, sie habt ihr vielleicht schon gesehen, da gibt es die Discord-Level-Ebene 5. Ich habe euch jetzt eben im Spielvideo hier gezeigt Level 6 und 7. Aber ich bin allein und wie gesagt, ich muss Stück für Stück arbeite ich immer und vielleicht kommen da noch andere Pakete dazu. Ja, das sind jetzt hier meine Standardpakete, die ich jetzt mir erstmal versteht ihr, wie ich meine, die ich jetzt hier so hinzugefügt habe als eine Möglichkeit für die Leute, die mich unterstützen wollen, dass sie da so ein Bonbon kriegen halt quasi. Ne? Bei dem Premium-Zugang ist es tatsächlich so, dass ich dafür natürlich eine Datei anlegen muss und deswegen brauche ich da diese Daten dann von euch. Ja, Also wenn der Server immer voll ist, dann müsst ihr da mal gucken, ob ihr das hier gemacht habt, weil das ist dieser Premium-Zugang muss halt aktiviert werden quasi, ne? Da brauche ich einfach nur Spielfigur, den YouTube-Namen von euch steht hier und diese Steam-ID, mehr ist das eigentlich gar nicht. Und dann kann man euch, wenn ihr hier den Premium-Zugang habt, ne, dann kann man den da so freischalten. Aber das ist erst eigentlich wichtig vonnöten, wenn der Server immer voll ist und ihr werdet dann irgendwie gekickt oder sowas, ne? Also dann kann man da mal hingucken, ob ihr den überhaupt aktiviert habt, diesen Zugang, weil der muss noch manuell gemacht werden, ist leider so. Der Hunter-Zugang geht automatisch, das ist kein Problem. So, also nicht, dass jetzt die ganzen Premium-Zugänge jetzt hier auf mich einstürmen, versteht ihr, wie ich meine? Weil solange der Server nicht ständig voll ist,
ist das auch kein Problem. Da ist diese Aktivierung gar nicht vonnöten, so in der Hinsicht. Wisst ihr, wie ich meine? Diese Aktivierung, die hilft dann nur, wenn der Server immer voll ist, quasi. Ja? Und dann werdet ihr gekickt irgendwie oder sowas. Na? Dann hilft das Ding auf jeden Fall. Dafür ist es ja dann da. Ansonsten, solange wir, ja, was haben wir jetzt? 57 Spieler hatten wir, glaube ich, letztens drauf. Also, da brauchst du das auch noch nicht aktivieren. Deswegen, ich will euch da jetzt nicht wild machen. Also nicht, dass ihr mich jetzt überrumpelt hier mit irgendwelchen Anfragen da. Es ist nur, wenn der Server mal proppe voll ist, dann würde ich das Ding benutzen. Ist halt so, ne? Dafür ist es ja da. So, was haben wir noch hier? Einen Entbannungsantrag kann man stellen neuerdings. Leute, wenn ihr Scheiße gebaut habt, hier, Entbannungsantrag, da müsst ihr dann raufgehen auf unsere Webseite. Wir wollen jetzt keine Admins mehr belästigen oder irgendwie sowas im Discord oder so. Ich habe das nämlich auch die Nase da ein bisschen voll von, wenn man da die stänkern sich da und irgendein Admin oder Moderator bannt denn da die Leute und dann sabbeln die einen da die ganze Zeit immer überall voll, ne? Also schickt die immer hier zur Webseite, sagt hier, ja, da können wir nichts machen, stellen einen Entbannungsantrag und dann ist gut. Und den stellst du hier bei Scoob, dann gehst du hierauf auf Entbannungsantrag. Und dann siehst du den Wolfi. Ja, die Insider wissen, dass das hier Wolfi war. Und da steht halt, was passiert. Du bist auffällig geworden, du kriegst eine Verbannung. Und du kannst dein Geschehen wieder rückgängig machen, du kannst ausbrechen quasi, ne? Ja. Den ba Entbannungsantrag, den stellst du dann hier auf den Bab-Spaddel da. Und dann musst du halt warten. Wie gesagt, wenn der freigeschaltet wird, dementsprechend. Ne? Aber ist halt Buße tun. Muss sein, liebe Leute. Und dann macht am besten gar keinen Unsinn. Dann braucht ihr das hier auch gar nicht, dieses Ding. Ich wollte es nur einfach mal als System jetzt vorstellen, dass wir ein Entbannungssystem jetzt auch anbieten. Okay. Aber wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen Beta und experimentell. Das ist alles noch total neu, ne? So, aber das Ding, aber sonst funktioniert, sollte eigentlich alles funktionieren. Wenn da sonst irgendwie was Fragen sind oder sowas, dann schreibt ihr halt in Discord. Ich war nicht so, das war die Seite jetzt hier. Home ist Home. Discord, illegale Shops, den habe ich jetzt noch hier gelassen. Hier ist wieder die Discord-Einladung, weil das halt Bestandteil und wichtig von uns ist. Wenn ihr hier runterscrollt, das beste Erlebnis bekommst du so. Wie gesagt, Discord verknüpfen, Spiel registrieren, ganz wichtig. Das muss ich auch noch zu sagen, dieses Registrieren hat nichts mit dem aktiven System zu tun, sondern das funktioniert schon passiv, ja. Also nur durch deine Registratur ist das schon so, dass du vernünftige Symptome einleiten kannst quasi. Hier ist nochmal die Beschreibung von diesen illegalen Shops. Also wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder irgendwie sowas, ne, es sind die illegalen Shops. Das habe ich deswegen so genannt, weil das ein neues System ist, ein neues Währungssystem, was ich geschaffen habe, neben den normalen offiziellen Händlern und so, wisst ihr? Also ihr müsst das so feststellen, wir sind ja Kriminelle auf dieser Spielinsel und da gibt es jetzt so offizielle Händler und sowas, wo man so mit diesen Geldern da im Spiel so was kaufen kann und so. Und die Banditen unter sich, die haben so einen Schwarzmarkt aufgemacht. Die mauscheln so, hier willst du was kaufen, ich habe hier das und das und so. So stelle ich mir das vor, verstehst du? Dass quasi so ein illegales System entstanden ist unter den Häftlingen selbst, um sich gegenseitig so zu helfen. Das sind diese sogenannten illegalen Shops. Und wie gesagt, hier gibt's auch, das hat auch nichts mit Echtgeld zu tun oder sowas. Ihr könnt hier nicht irgendwie diese Coins kaufen, das Schwarzgeld sind Coins, sondern ihr bekommt die Coins pro Spielzeit automatisch. Wenn ihr auf dem Server spielt, eine Minute, jede Minute kriegt ihr ein Coin dazu. Ne? Also es gibt schon Waffensysteme auf diesen Schwarzmärkten, die kosten 10 Coins oder 50 Coins oder sowas. Also du brauchst gar nicht so ewig lange spielen, schon könntest du dir was bestellen halt. Das ist schon geil. Und zwar, das Tolle ist ja, wie gesagt, habe ich ja eben gezeigt, egal wo du auf der Insel bist, Alter, egal wo du bist, du kriegst dein Zeug geliefert. Das ist total geil. Aber wie genau das funktioniert, das habe ich hier nochmal reingeschrieben. Also für Fragen, es ist wirklich so, selbst erklärt eigentlich. Wenn die Leute fragen, wie geht das hier, dann schickt die einfach auf unsere Webseite, dann braucht ihr euch da nicht totsabbeln. Wisst ihr? Also das ist für euch oder für uns allgemeine Hilfestellung jetzt diese Webseite. Da ist alles zusammen auf dieser Webseite, was man wissen muss jetzt hier, wie das funktioniert. 1, 2, 3, bla bla. Ja. Und hier sind nochmal die illegalen Shops, den Levelgrad. Guck mal, Level 1 hier, da kriegst du auch schon vernünftige Knarre hier, 50 Coins. Ja klar, hat die nur 7 Schuss, aber wenn ich gar nichts habe als Bambi, dann freue ich mich da über 7 Schuss, weil in dem Magazin von der Knarre sind halt nur 7 Schuss. Aber du kriegst, glaube ich, zwei Magazine bei dem Ding, als zum Beispiel, oder Schrotflinte und so weiter und so. Das ist schon geil. Es gibt auch hier PvP-Packs, ne? Das sind ganze Sets.
Im Moment sind die im Sonderangebot, also kannst du nichts zu sagen, das sind 100 Coins. Also das ist wirklich extrem billig, ne? Oder günstig, sagen wir mal so. Ein bisschen teurer wird es dann später hier, wenn man ein bisschen runterscrollt. Die Autos sind natürlich heftig, ne? Die kosten 500 Coins im Moment. Aber du kriegst dir das Fahrzeug, egal wo du auf der Map bist, leider. Ich muss es immer wieder sagen, egal wo du gelandet bist oder so, du kriegst dann dein Auto da geliefert, ne? Das ist so geil. Und im Übrigen auch kann man noch Autos umtauschen und so. Das habe ich euch ja auch schon gezeigt im Video, ne? Also ihr könnt das Auto abgeben und verkaufen beim Schwarzmarkt, um dieses Schwarzgeld zu bekommen zum Beispiel, ja. Also wenn du das verkaufst, dann kriegst du 500 Schwarzgeld. Aber es kostet auch 500 Schwarzgeld so, ne? Also plus minus null. Was lustig ist hier, da kannst du Zombies bestellen, da kriegst du deine Zombie-Lieferung zu dir hin, musst du aufpassen, weil die greifen dich ja dann natürlich auch an. Es sei denn, du hast diesen Zombie-Anzug. Dann bist du der Herr der Zombies quasi. Du kannst die Dinger bestellen, die Zombie-Horden, kannst du für dich bestellen. Die tun dir nichts, aber greifen deine anderen Leute um dich rum an. Also du kannst Zombies bei mir auf dem Server quasi als Waffe benutzen. Musst du bloß selber mal drüber nachdenken und schlau sein. Und dann ist das bestimmt ein lustiger Spaß, mit den Dingern zu arbeiten, ne? Ganze 500 Coins, zum Beispiel die Dreher hier. Ja, das ist für die Knackleute, ist das immer interessant, wenn du irgendwo gerade am Knacken bist, scheiße, ich habe keine Dreher mehr. Dann gehst du in den Shop und bestellst dir für 500 Coin zum Beispiel 40 neue Dreher, das funktioniert alles. Oder du bist in dieser Killbox oder wie das Ding heißt und da ist das denn der gegangen, ne? Hier wieder ein neues PvP-Pack und hier hinten sind die beiden Shops hier unten. Die habe ich euch ja gerade gezeigt, das PvP-Päckchen, da laufe ich ja gerade mit rum, beziehungsweise mit den Zombie-Anzug. Granatenwerfer gibt es auch richtig geil, aber die werden schon ein bisschen teurer hier, ist ja logisch, ne? 5000 Coins. Also das ist ein episches Item, deswegen ist das mega teuer. Und der Granatwerfer mit 10 Schuss steht dabei, ganze 1000 Coins. Das sind schon üble Dinger hier, die haben schon Schlagwirkung. Auch M82-Set für 500 Coins, das ist ja schon fast zu günstig. Aber es sind Einführungspreise, die werden sich wahrscheinlich im Laufe der Spielzeit auch noch dann irgendwo ändern, ja. Muss man mal gucken. Also es tut sich immer was hier bei mir auf dem Server oder auf der Website oder auf Discord und so weiter und so fort. Wenn ihr noch irgendwie Anregungen habt oder so, dann lasst es mich kundtun. Was braucht ihr? Was fehlt euch? Was wünscht ihr euch? Ne? Also ich arbeite Stück für Stück und ich versuche mir dann alles das zu merken, worauf ihr Bock habt. Beziehungsweise wenn es eine richtig geile Idee ist, dann setze ich mich da mal gleich hinter, weil was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, so ist mein Motto. Deswegen ziehe ich immer durch hier. Hier sind meine Hardware-Dinger. So mal, wer sich hier interessiert für mein Headset und das ganze Gedöns hier, das habe ich hier so ein bisschen aufgeschlüsselt. Hier ist noch mein Hardware-Shop irgendwie, da kannst du auch noch mal rauf. Gucken, wenn du Bock hast. Ansonsten Twitch kannst du hier rüber gucken, ne? Wenn du da jetzt raufklickst, Babs. Also der lädt dann wirklich hier Twitch irgendwie. Ich bin aber gerade offline, weil ich gerade ein Video mache. Oder hier das gleiche in grün ist YouTube. Wenn du hier jetzt hier raufbabbelst, weiß nicht, dann müsste irgendwie mein Kanal kommen oder was. Da kommt schon irgendein Video oder so. Das ist gleich das Let irgendwie Handriss ist da gerade. Keine Ahnung, das ist irgendwie, das spielt ein Video irgendwie ab oder was weiß ich. Bei Dicken Match gibt es natürlich auch Leute. Da müssen wir dann hier raufklicken, das ist ein großer Klickknopf. Bei Dicken Shop von LP Schmiede. Ich drücke mal hier alle ablehnen, keine Ahnung, blöden Cookies, die nerven mich immer voll. Ist aber gezwungen, dass man das irgendwie macht, ne? Scheiß Cookie-Kram nervt immer total. Nun denn. Also ich habe das jetzt hier, also ich habe mich hier jetzt, ich habe das jetzt erstmal so fertig gemacht, aber noch nicht hundertprozentigen Gehirnschmalz auf meinen Shop investiert. Versteht ihr, wie ich meine? Also insofern ich jetzt einfach jetzt das Logo, wenn wir hier mal raufklicken, lpschmiede.de oder so, ne? Also ich habe mir jetzt über die Klamotten und so, über dieses Logo und sowas noch nicht so viel Gedanken gemacht. Deswegen ist es jetzt irgendwann noch, bin ich noch nicht zugekommen, eine einfache Version. Ich hatte früher auch schon mal einen anderen Shop, das wisst ihr. Der war richtig geil. Ja, aber das hat auch mich viel Geld gekostet. Deswegen habe ich das gelassen, auch wenn die Qualität und so, das war ich ja begeistert von. Ja, das ist bis dato meine Webseite. Und wie gesagt, schickt die ganzen Leute dahin, wenn die irgendwie Fragen haben oder sowas. Hier steht ja alles irgendwo drin, ne? Stück für Stück arbeite ich dran. Also immer mal wieder vorbeischauen, kann sich lohnen. Ansonsten gucken wir jetzt mal endlich im Spiel weiter, liebe Leute. Ich glaube, ich habe auch die ganze Zeit jetzt schon wieder gebabbelt. Na, guck mal hier, das Bild beschwert sich auch. Olli, hör doch mal auf zu labern und spielen mehr. Ja, ich weiß, ich will auch mal mehr spielen, aber manchmal muss es halt sein, euch das Neue alles zu erklären und zu zeigen. Denn woher sollt ihr sonst das wissen, ne? Wie das alles für uns, das neue System funktioniert. Gerade die Neulinge und sowas. Aber auch die Altlinge, ne? Wenn ihr ein Altling seid.
Dann habt ihr vielleicht auch wieder was. Ja, wo ihr jetzt mal ein bisschen gucken könnt und euch informieren könnt oder was auch immer, wer das noch nicht verstanden hat, wie das neue System hier funktioniert, ne? Ja, das sind die normalen Dollars hier oder wie die auch immer heißen, Skum-Geld. Das ist halt kein Schwarzgeld, ihr wisst das. Schwarzgeld gibt es nur automatisch dann, wenn du dich bei mir im Discord registrierst. Weil das System muss deine Spielfigur halt kennen, ne? Sonst geht das natürlich nicht. Das ist der Hintergrund. Ansonsten Daten oder sowas werden da von euch bei mir irgendwie nicht gespeichert oder so. Ich brauche das ganze Zeug quasi so gesehen nicht. Das ist ja selbstverständlich, das geht alles im Hintergrund, ne? Auch wenn ihr da verlinkt oder sowas. Also das bin nicht ich, der da was mit euch macht, sondern das ist Twitch, das ist YouTube, das ist Discord. Die arbeiten irgendwie zusammen. Also mit der Verknüpfung und diesen Automatismus und alles sowas, ne? Versteht ihr? So. Ja, die Zeit ist schon wieder um, also ich fasse es nicht, Leute. Man kommt zu nichts, aber ihr seht selber. Das ist wieder so viel neues Zeug, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Wir haben knapp 30 Leute auf einmal drauf. Ich lebe hier ein bisschen gefährlich gerade, obgleich ich doch eine gute Bewaffnung habe. Aber es nützt nichts, wenn die dich zuerst sehen. Meistens wirst du dann zuerst zerfetzt. Das ist halt leider so, egal welche Waffe du hast. Also der Gewinner ist meistens der, der zuerst den anderen Gegner sieht. Das ist so meine Erfahrung irgendwie, ne? Ist aber auch irgendwie fast logisch, aber nicht immer. Man kann auch Glück haben, ne? Aber meistens... Das ärgert mich ja immer, oft sehen die mich immer irgendwie, ne? Und dann bist du gleich platt. So, ich muss den Anzug jetzt wieder vernichten hier. Den wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben. So, hier M16. Also ihr seht, ich habe den Anzug jetzt wieder aus. Jetzt reagiert der Zombie wieder. Da ist er schon sauer auf mich. Geiles System, oder? Sag mal ehrlich, das ist doch geil. Das macht jetzt Spaß zu spielen. Und ganz ehrlich, ich habe euch mit dem System, was ich jetzt erfunden habe, diese Ängste, diese unheimlichen Verlustängste und sowas, habe ich euch jetzt ein bisschen genommen, hoffe ich zumindest. Ne? Weil über dieses Schwarzgeld kriegst du, wie gesagt, alle Sachen günstig jederzeit irgendwo wieder, egal wo du bist. Und selbst wenn dich mal einer abschießt oder sowas, dann tut es nicht mehr so doll weh, wie das vorher der Fall war. Weil es ist ein Hardcore-Survival-Spiel, aber meiner Meinung nach viel, viel zu übertrieben. Ne? Und vielleicht schaffe ich das ja, dass die Leute wieder ein bisschen mehr Bock haben. Und das Spiel dadurch wieder ein bisschen mehr genießen und sich auch trauen, ins PvP zu gehen. Oder sich trauen, die Killbox zu machen. Alles, probiert einfach mal was komplett Neues, traut euch mal. Und vielleicht fangt ihr ja ein bisschen Feuer, vielleicht leckt ihr ja Blut und dann macht es doppelt und dreifach Spaß, wenn ihr selber mal eine Base hier im roten Bereich in der Killzone habt und ihr müsst die verteidigen. Denn das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du die ganze Zeit in eine Safe-Zone irgendwo bist, also in eine PvE-Zone. Oder hier in der gelben Zone, in der Nahkampfzone und da kann deine Burg nicht zerstört werden oder sowas. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du dich schützen musst mit Fallen, mit Bewaffnung, mit Personal und so weiter. Es gibt ja alles hier mittlerweile. Probiert es halt aus. Ihr seid herzlich eingeladen, liebe Freunde. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder oder abends im Livestream. Und dann bis dann.